heute hier vor meinem schönen Fenster habe ein weniger schönes Thema. Vorsorge. Ich sage bewusst nicht Krisenvorsorge, weil das gleich impliziert, dass irgendeine Krise vorliegt und die meisten verbinden das halt mit einer negativen Emotion. Darum sage ich Vorsorge. Viele, mit denen ich gesprochen habe, sagen Vorsorge, ja warum überhaupt? Es wird doch eh nichts passieren, es gibt doch alles, ich kann mir doch jederzeit ja alles holen. Ja, das stimmt. Es gibt genug Szenarien, wo das unter Umständen nicht so sein könnte. Auf die will ich gar nicht eingehen, dazu gibt es genug Beiträge. Ich will auf eine konkrete Sache eingehen. Wir leben zurzeit in einer Pandemie oder Blandemie. Es ist völlig egal, die Auswirkungen sind die gleichen. Ob das jetzt hat, eine Pandemie oder Blandemie, die Auswirkungen sind die gleichen. Von welchen Auswirkungen spreche ich? Nicht von der Krankheit an sich. Denn da kann man sich davor schützen, wie man will. Man kann es trotzdem kriegen oder eben auch nicht. Viele Leute, die erkranken nicht wirklich schlimm daran und andere müssen auf Intensiv. Das Problem, von dem ich spreche, ist ein anderes. Viele Selbstständige mussten ihr Geschäft erstmal schließen. Und das schon seit langer Zeit jetzt. Teilweise 14 Monate lang. Dazwischen zu öffnen hat ihnen nicht wirklich etwas gebracht. Tatsache ist, viele der Selbstständigen sind mittlerweile so stark verschuldet, dass sie sich und ihre Familien nicht mehr ernähren können. Die Staatshilfen, die sind verschwindend gering. Die decken nicht mal einen Bruchteil dessen, was an Verlust auf der Minusseite steht. Ja, denen geht es wirklich schlecht. Aber nicht nur ihnen, sondern auch denen, die bei ihnen beschäftigt waren, die jetzt in Kurzarbeit sind oder die nach einer möglichen Insolvenz ihren Job verlieren. Und dann auf dem Jobcenter aufschlagen und vielleicht sind sie schon etwas älter, nicht wieder so schnell einen Arbeitsplatz finden. Vor allem, wenn viele Leute arbeitslos werden, wenn es viele Insolvenzen gibt, wird es schwierig sein, alle schnell wieder in Lohn und Brot zu bringen. Für Selbstständige, für die gibt es auch kein Arbeitslosengeld. Die können Hartz IV beantragen und ihr wisst alle, Hartz IV ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Warum bringe ich das jetzt als Beispiel? Weil es vielen Leuten so geht, dass sie nicht mehr wissen, was sie morgen kaufen können, um etwas zu essen zu Hause zu haben. Manche haben nicht mal mehr ein Butterbrot für ihre Kinder. Jetzt könnte ich gern zynisch sein und gemein sein und könnte sagen, selbst Schuld gehabt, hättet ihr mal vorgesorgt. Und das sind wir beim Thema Vorsorge. Hättet ihr vorgesorgt oder hätten wir vorgesorgt und uns Vorräte für wenigstens 3 Wochen angelegt, dann hätten wir akut das Problem nicht. Viele, ich habe früher auch eine Firma gehabt, ich habe immer noch eine Firma, aber ich hatte immer eine Firma, die hat im ersten halben Jahr nur Minus gemacht. Und ich habe das dann abgestoßen mit einem Minus von ein paar tausend Euro. Ich habe irgendwann eingesehen, dass es keinen Sinn mehr macht, dieses Business weiter zu betreiben. Aber vielen geht es nicht so. Da hängt das Herzblut dran an der Firma, die man schon seit 10 Jahren hat und man möchte sie unbedingt retten. Aber irgendwann muss man einsehen, dass da nichts mehr zum Retten ist. Man erholt sich. Selbst wenn jetzt alles vorbei wäre und morgen wäre diese Pandemie zu Ende und die Sanktionen und die Reklamationen, die der Staat uns aufdrückt, die würden aufhören. Es wird Jahre dauern, bis man sich wieder fängt. Ich kenne Leute, die haben 25.000 Euro Schulden. Ich rede von Privathaushalten, nicht von Firmeninhabern. Bis die das wieder reinbekommen, vergehen Jahre. Bis die aus der Schuldenfalle rauskommen, vergehen Jahre. Und eine dieser Familien kenne ich, die hat etwas gemacht. Die hat sich das angenommen, was ich ihr erzählt habe. Gesagt, Leute, kauft euch doch wenigstens dieses oder jenes. Kauft euch Vorräte. Macht es wie meine Großeltern auch. Füllt eure Vorratskammer auf, sodass ihr wenigstens dann genug habt, wenn ihr mal nicht mehr alles bekommt. Und die sind heute froh über diesen Rat. Warum sind sie froh? Ja, sie haben immer noch genug, um rumzukommen. Und die haben sogar mehr gemacht als nur 3 Wochen. Ich kann euch sagen, die würden
gutes Vierteljahr auch durchhalten, ohne einkaufen gehen zu müssen. Klar gehen Sie noch einkaufen, klar kaufen Sie ein bisschen was dazu, aber das wenige Geld, das Sie haben, können Sie jetzt so einsetzen, dass Sie Zeit haben zu gucken, dass Sie Zeit haben zu schauen, wo kann ich günstig einkaufen. Und wichtig ist, dass man Freunde hat. Nicht jeder arbeitet in einem systemrelevanten Beruf, aber manche tun es und viele ihrer Freunde scheuen sich dann zu sagen, Mann, ich habe nicht mehr genug. Also ich sag's mal so, wenn zu uns jemand kommt und sagt, wir haben nichts mehr zu essen, wir wissen nicht, wie wir unsere Kinder durchbringen sollen, da sind wir die Letzten, die Nein sagen. Wir haben hier das Glück, dass sowohl ich als auch meine Frau in einem sogenannten systemrelevanten Beruf tätig sind. Aber viele sind das eben nicht. Die Gastronomie ist schon seit Ewigkeiten zu. Auch von Bekannten, die Tochter hat angefangen, in einem Gastronomiebetrieb zu lernen, Hotelfachfrau. Die sitzt seit 14 Monaten zu Hause und war an 3 Tagen überhaupt nur in der Arbeit. Ansonsten macht sie nur Berufsschule und was soll sie auch machen? Soll sie jeden Tag das gleiche Zimmer putzen, nur um es zu lernen? Die Situation ist auch für unsere Kinder, und das will ich damit auch ausdrücken, belastend genug. Die, die keine Lehrstelle finden, die eine Lehrstelle haben, aber im Prinzip nichts lernen, weil sie, der Betrieb zu ist, das kommt noch dazu. Und wenn man jetzt nicht viel zu essen hat, wenn man nicht viel Geld hat, da kommt es als Belastung noch obendrauf. Ja? Daher vorsorgen, nicht nur mit Lebensmitteln. Aber anfangen mit Lebensmitteln. Es hilft euch nichts, ein teures Funkgerät zu kaufen für eine Zombie-Apokalypse, die nie kommt, oder einen, keine Ahnung, Krieg. Das ist nicht absehbar im Moment. Beschränkt euch darauf, das zu kaufen, was wirklich wichtig ist. Und wirklich wichtig ist erstmal Essen. Trinken, ja, solange man seine Wasserrechnung bezahlt, hat man notfalls noch Wasser vom Wasserhahn. Man kann Tee machen, man kann sich Obst besorgen, kann das auspressen, ein bisschen Zitronensaft drauf. Wasser und Getränke ist nicht das große Problem. Es werden viele sagen, ja, aber wir haben ja nicht genug. Wir haben nicht genug Geld, um uns das alles leisten zu können, was du uns da erzählst. Du hast bestimmt einen guten Verdienst. Nein, ich habe keinen guten Verdienst. Aber das ist egal, es geht ja nicht um mich. Es geht darum, dass ihr glaubt, ihr habt nicht genug Geld, um vorzusorgen. Mag jetzt hart klingen für die Raucher, sich denn mal auf die eine oder andere Schachtel Zigaretten. Ihr gebt im Jahr mehrere hundert Euro nur für Zigaretten aus, für etwas, das ihr rauspustet. Auch andere Dinge sind relativ verschmerzbar. Alkohol muss ich nicht trinken. Ich muss auch keine WC-Steine in mein Klo geben, damit es gut duftet. Klar, das sind alles nur Cent- oder Euro-Beträge, aber es summiert sich. Und für das gesparte Geld könnt ihr Vorräte kaufen. Und ob ihr jetzt beim eurem Lebensmittelhändler der Wahl eine Dose kauft oder 2 Dosen kauft oder vielleicht auch mal 3 oder 4 Dosen kauft, bringt euch nicht um. Und es wird euch nicht pleite machen. Aber langsam bekommt ihr einen Vorrat. Dosen. Ja, man kann sich Dosen kaufen. Jetzt sagt jeder, naja, wohl, Dosen habe ich genug. Nein, ihr sollt nicht das kaufen, was günstig ist, sondern ihr sollt das kaufen, was ihr sonst auch immer esst. Vielleicht günstiger. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ihr Sachen kauft, die danach nur im Regal stehen, weil ihr sie nicht essen mögt. Was immer eine gute Wahl ist, sind Nudeln und Reis. Bei Nudeln und Reis, da kann man mit Sachen aus der Natur als Soße zubereitet, als Pesto zubereitet, Geschmack reinbringen, ohne jetzt viel zahlen zu müssen. Ich muss ja nicht unbedingt ein Bärlauchpesto kaufen oder ein Tomatenpesto kaufen. Das kann ich mir auch selbst herstellen. Ich kann auch ein Gericht machen aus Brennnesseln, ähnlich zubereitet wie Spinat und dazu Reis. Klar, es ist kein Sonntagsessen, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass ihr euch und eure Familie versorgen könnt. Wenn ihr keine Familie habt, mein Gott, dann braucht ihr auch nicht vorsorgen. Vergesst es. Schaltet ab, geht raus, macht keinen Sinn für euch. Nee, natürlich nicht. Macht auch Sinn.
Aber gerade Familien, es ist verantwortungslos, nicht vorzusorgen. Denn ihr habt es jetzt ja gesehen, wie schnell es gehen kann. In einer Krise. Wie schnell man in finanzielle Nöte kommt, wie schnell man kein Essen mehr beschaffen kann für die Familie. Wie schnell alles den Bach runtergeht. Und wie gesagt, für diese Leute wird das jahrelang ein Problem sein. Da kommt dann was anderes, ganz klar, da wird was anderes kommen. Aber erstmal müsst ihr schauen, dass ihr für eine mögliche, das kann euch immer treffen, Arbeitslosigkeit, die Pleite einer Firma, in der ihr beschäftigt seid, vorbereitet. Also als erstes Essen. Als zweites wichtiges Hygieneartikel. Dazu zählt sowohl Seife, Waschmittel, Zewas, Toilettenpapier, das goldene Toilettenpapier, das jeder haben will und das immer ausverkauft ist. Mein Gott, auch da, kauft doch ein Paket mehr, wenn ihr eins braucht, sodass ihr immer 3 oder 4 auf Vorrat habt. Da sind ja mehrere Rollen drin, ihr kauft die Rollen ja nicht einzeln. Hygieneartikel, Zahnbürsten, Zahnpasta, was ihr für Hygieneartikel braucht. Und ja, was ihr auch kaufen müsst, wofür ihr vorsorgen müsst, seid ihr Menschen, die ein Dauermedikament nehmen? Ich zum Beispiel muss nach einem Schlaganfall Makuma nehmen, also einen Blutverdünner. Ich habe leider eine sehr gute Leber und brauche 1,5 Tabletten pro Tag. Es sind knapp 90 Tabletten in einer Packung. Das heißt, diese 90 Tabletten würden mir theoretisch 60 Tage reichen. Also 2 Monate. Am Anfang der Pandemie war es schon so, dass dieses Medikament nicht mehr erhältlich war, weil viele Rohstoffe aus China kamen. Tja, hätte ich nicht vorgesorgt und ein bisschen mehr zu Hause gehabt, dann hätte ich es absetzen müssen, da wieder auf dieses Level zu kommen. Das hätte gebraucht. Und so ist es auch bei euch. Ihr nehmt ein Schilddrüsenhormon. Ihr seid anfällig für Migräne, ihr braucht Schmerztabletten oder sonstiges. Insulin. Das muss auch gekühlt werden. Also wenn man euch den Strom abstellt und ihr das Insulin nicht mehr kühlen könnt, habt ihr auch ein Problem. Dazu gibt es auch einen guten Kanal. Ich habe da so 3 Kanäle unten. Ja, Blackout-Kanal. Der ist relativ gut. Gerade was so Stromausfälle und solche Dinge betrifft. Und das ist auch nicht sehr unwahrscheinlich. Wir sind in der letzten Zeit sehr oft an solchen Dingen vorbeigeschrammt. Also, Essen, Medikamente, Hygieneartikel. Und danach könnt ihr noch Sachen kaufen, wo ihr sagt, die könnten wir mal nutzen. Klar, ihr werdet nicht wie Prepper, wie Krisenvorsorger, so wie ich jetzt oder andere, euren Keller übervoll haben mit Dingen. Ich habe auch 30 Jahre, über 30 Jahre gebraucht, um zu dem Stand zu kommen, wo ich heute bin. Ich habe auch mal jahrelang geschludert, nicht viel gemacht. Aber ich habe mich 30 Jahre mit der Materie beschäftigt. Und ich erzähle euch keinen Schmarrn. Es wird natürlich keine Zombie-Apokalypse kommen, aber eine Krise kann jederzeit eintreten. Und wenn es auch nur eine kleine ist, nur eine für euch. Zum Beispiel ein Bombenfund 200 Meter neben eurem Haus. Dort wird gebaggert, die finden eine Bombe. Ihr müsst das Haus verlassen. Habt ihr den Fluchtrucksäcke? Also ich habe erlebt, da kommt die Polizei und sagt euch, in einer Stunde müsst ihr das Haus verlassen. Ihr habt eine Stunde Zeit, für euch eure Kinder einzupacken. Klar, das ist schnell gemacht, aber das Wichtigste bleibt liegen. Das Lieblingsstofftier für die Notunterkunft, für die kleine Tochter, die ohne das Lieblingstier nicht schlafen kann. Die wichtigsten Dokumente, die wichtigsten Dinge. Falls die Bombe doch hochgeht, euer Haus, ob das dann auch noch steht, eure Wohnung noch betriebbar ist, ist fraglich. Euer Mann oder eure Frau sind in der Arbeit und die weiß gar nicht, dass ihr evakuiert werdet. Ruft sie auf jeden Fall an, sagt ihnen, wo ihr hingeht, entweder in die Notunterkunft oder zu Freunden. Zu Freunden ist immer die bessere Wahl. Dann zieht ihr halt mal 2 Tage, 2 Nächte zu Freunden. Wirkliche Freunde werden euch gerne aufnehmen.
Und das ist eigentlich das Wichtigste. Der wichtigste Punkt ist, knüpft Kontakte, haltet Freundschaften aufrecht, redet mit den Leuten, bietet ihnen an, dass sie bei euch unterkommen können, fragt, ob ihr bei ihnen unterkommen könnt, wenn so etwas passiert. Schaut, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, dass ihr gegenseitig einen Zusammenhalt bildet, eine Gemeinschaft. In der Gemeinschaft geht vieles leichter. Jeder findet dann noch notfalls in seinem Wohnzimmer eine Möglichkeit, dass man am Boden mit dem Schlafsack oder mit der Decke liegt und übernachtet für 2 Nächte. Also, wer mir erzählt, er hat keinen Platz für 2, 3 Leute in seiner Wohnung, egal wie klein sie ist, kann ich nicht verstehen. Ja? Die Zeit, in der wir leben, die hat einen Werteverfall. Früher war Zusammenhalt, Ehrlichkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, das war alles wichtig und das war auch nötig. Aber das alles haben wir mittlerweile verloren. Ich erzähle euch das ja nicht, um Profit zu machen. Ich verdiene mit YouTube keinen Cent. Nicht einen einzigen. Es kostet mich Zeit, es kostet mich Equipment, wobei ich auch sagen muss, da habe ich nicht allzu viel ausgegeben. Ich schneide meine Filme auch nicht so, dass es ewig lang dauert. Da ist der Schnitt auch nicht perfekt. Aber ist Perfektionismus denn nötig, um eine Information weiterzugeben, um anderen zu helfen? Ich denke nicht. Das essentiell Wichtige muss gesagt werden. Alles andere ist unwichtig. Ihr müsst schauen, dass ihr eure Fertigkeiten erweitert. Man verlässt sich heute so vielfach darauf, dass man irgendjemand schon erreicht, der einem etwas tut. Ob das jetzt die Heizungsreparatur ist, ob das jetzt ein kleines Wehwehchen ist, wo man zum nächsten Heilpraktiker rennt oder zum Arzt. Ob das ja, Pilze sammeln ist und man weiß nicht, wie die Pilze sind, ob die jetzt giftig sind oder nicht. Und ja, da lässt man es lieber ganz sein. Nein, eignet euch diese Fertigkeiten an. Eignet euch dieses Wissen an. Das kann euch keiner wegnehmen. Was ihr mal im Kopf habt, bleibt da auch drin. Das kann euch keiner wieder rausreißen. Natürlich kann man nicht alles im Kopf behalten, dann kauft euch doch auch vorsorglich mal Nachschlagewerke. Ein Pflanzenalmanach, ein Buch über Speisepilze in Europa und. Anstatt abends da zu sitzen und sich irgendeine Soap im Fernsehen anzuschauen, Deutschland sucht den Superstar oder Prinz Charming oder irgendeinen anderen Scheiß, Entschuldigung, das Wort war nicht okay. Einen anderen Müll. Verbringt die Zeit lieber, indem ihr miteinander mal ein Brettspiel spielt, indem ihr euch weiterbildet, indem ihr Möglichkeiten sucht, etwas für euch und eure Familie zu tun. Das ist genauso wichtig. Das ist auch eine Vorsorge. Eine Vorsorge, eure Psyche stabil zu halten und nicht gleich in der Krise in die Depression zu verfallen. Es ist auch eine enorme psychische Belastung, so eine Krise. Wenn man Schulden machen muss, man denkt jeden Tag darüber nach, wie komme ich da wieder raus, wie geht's weiter, was wird morgen sein. Das ist ganz normal. Aber ihr solltet euch davon nicht fertig machen lassen. In der Videobeschreibung habe ich mehrere Links auf Dokumente. Das eine ist so nochmal eine Liste, wie ihr vorgehen könntet. So ein Vorschlag von mir, was ihr beachten solltet. Und eines, da geht es um, ihr werdet auch wieder sagen, ja, Flucht. Ich sage immer, Selbstevakuierung. Da steht auch drin, was man beachten sollte, wenn man in eine krisenhafte Zeit kommt. Zum Beispiel, auch jetzt, schon allein wegen der Preise, tanken wir immer, wenn wir sehen, dass es günstig ist. Wir fahren den Sprit nicht raus bis zum letzten Tropfen, sondern maximal bis der Tank halb leer ist. Warum? Um im Ernstfall noch mobil zu sein. Ich bitte euch einfach drum. Denkt über die Argumente nach. Und wenn es nur 10 Minuten ist, schaut euch die Situation in eurer Umgebung an, wie sie wirklich ist. Und wenn ihr in der glücklichen Lage seid, momentan nicht betroffen zu sein, dann stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn ihr betroffen wärt. Wenn ihr fast kein Geld mehr hättet, euch jeden Tag überlegen müsstet, wie ihr eure Miete noch zahlen könnt, eure Stromrechnung, eure Wasserrechnung, euer Telefon, eure Versicherungen. Das Leben ist mehr als nur Essen. Und dann bleibt fürs Essen halt wenig übrig am Schluss.
Denn die Miete müsst ihr zahlen, sonst fliegt ihr raus. Strom müsst ihr zahlen, sonst drehen sie euch den Strom ab. Und so weiter. Ich werde im Kanal noch mehrere Tipps geben, wie ihr sparen könnt. Wie ihr mit einfachen Mitteln Reinigungsmittel herstellen könnt, Waschmittel herstellen könnt, wie ihr euch aus der Natur ein bisschen zuversorgen könnt. Es ist klar, das ist keine Möglichkeit, hundertprozentig nur aus der Natur zu leben. Wer euch das erzählt, dass man sich 100% ernähren kann durch eigenen Anbau, der lügt. Da bräuchtet ihr irrsinnig viele Quadratmeter. Denkt drüber nach und baut euch Brücken. Baut euch Freundschaften auf, baut euch Gemeinschaften auf, denn die Lage wird weiter eskalieren. Da bin ich kein Verschwörungstheoretiker, da muss ich kein Verschwörungstheoretiker sein. Die Lage wird schlechter werden. Zu dem, was momentan ist, wird schon während der Pandemie, vielleicht auch ein bisschen danach, bestimmt aber nach der nächsten Wahl, die Bundestagswahl ist ja bald, eine Steuererhöhung kommen. Ob das jetzt eine Einkommensteuer, eine Vermögensteuererhöhung ist, es ist völlig egal. Ihr werdet weniger Geld im Portemonnaie haben. Was noch dazu kommt ist, dadurch, dass man so viel Geld jetzt mehr oder weniger gestreut hat, also hier liefen, ja, woher ist das Geld denn gekommen? Das war ja gar nicht da. Die EZB hat es gedruckt und jeder, der mit seinen Eltern mal gesprochen hat, der weiß, was passiert. Wenn man Geld druckt, es kommt eine Inflation, das Geld ist weniger wert. Irgendwann kommt eine Hyperinflation und dann hat man genau das gleiche Problem, das man vorher hatte, nämlich kein Geld. Und wenn man da nicht andere Möglichkeiten hat, zum Beispiel eine Tauschgruppe oder wo man sich gegenseitig helfen kann, wo man ja sagt, Mensch, ich habe da ein Problem, ich bräuchte dies und jenes, kann ich aber selber nicht. Und dann findet man jemanden, der sagt, kann ich dir machen, kann ich dir helfen. Ich habe so eine Maschine, dann ist man froh. Zusammenhalt. Zusammenhalt ist entscheidend. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video machen. Ist doch länger geworden, als ich dachte. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber nachdenkt und wenn ihr anfangt, ganz langsam anfangt, euch selbst vorzubereiten. Der Katastrophenschutz hat eine Broschüre rausgegeben. Ich suche sie auch raus, schreibe sie unten mal in die Links rein, was ihr machen solltet. Und der Katastrophenschutz hat auch gesagt, die Maßnahmen, die sie ergreifen können, würden nur für ungefähr 5% der Bevölkerung reichen. Also 95% können nicht versorgt werden im Krisenfall. Und überleg mal, wie das war mit den Masken am Anfang, als man sie sich selbst nähen sollte, musste. Ja, es gab keine Masken. Die Regierung hatte keine. Jetzt hat die Regierung zu viele Masken und jetzt scheinbar müssen sie es loswerden. Wenn ihr keine Freundschaften pflegt und nirgends eine Anlaufstelle habt, dann wird es schwer, glaubt es mir.